Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung. Es ist heutzutage schon fast eine Glaubensfrage, welche Milch zuhause im Kühlschrank steht. Die herkömmliche Kuhmilch oder doch eine Alternative? Und welche von denen darf es denn sein? Eine aus Hafer, Soja, Erbsen oder sogar Herdöpfel? Was ist besser für die Umwelt und was ist gesünder für den Körper? Das ist der Durchblick. Wir liefern Antworten aus der Wissenschaft auf die Fragen, die euch bewegen. Das ist Scientainment mit Daniel Fanslau. Wie klimaschädlich ist Kuhmilch wirklich und sind Soja- oder Mandelmilch tatsächlich so viel gesünder als die, in Anführungszeichen, normale Milch? Diese Frage stellen wir heute einer Ernährungsexpertin. Wir lernen ganz neue Milchalternativen kennen und ich begrüße jetzt im Studio den Dr. Nils Jungblut. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Es freut mich, dass ich heute hier bin und ein paar Fragen dazu beantworten kann, zu den Umweltbelastungen der Milch. Genau, Sie sind nämlich Ökobilanzexperte. Zu welcher Packung greifen Sie am Morgen? Das ist ein bisschen unterschiedlich. Also heute Morgen habe ich Hafermilch genommen, zusammen mit Müsli. Ich muss sagen, ich trinke jetzt nicht allzu viel Milch. Ich habe auch noch einen Sohn, der 11 Jahre alt ist, der halt auch eher mal Kuhmilch trinkt. Also wir haben eigentlich so gemischt, mal das zu Hause. Wie wahrscheinlich in einigen Haushalten. Sie haben die Ökobilanz von Milch und Milchalternativen untersucht. Und man kann eigentlich so viel mal sagen, als Einstieg, nicht alle kommen so gut weg, wie man meinen. Ja, es kommt so ein bisschen darauf an, was man so als Referenz sieht. Also grundsätzlich sind die Pflanzendrinks sehr gut aus Umweltsicht, wenn man das pro Liter vergleicht. Eine Frage ist dann, wie weit so die Nährstoffe, wie man die berücksichtigt und wie man die dann auch mit reinbilanziert. Da sieht es dann manchmal ein bisschen anders aus. Genau, das werden wir später noch ein bisschen anschauen. Also der Gesundheitsaspekt von Milch und Milchalternativen. Jetzt bei den Milchalternativen, bei einer Studie, welche Umwelteinflüsse, welche Faktoren haben Sie da konkret berücksichtigt? Also in der Ökobilanz versucht man grundsätzlich eigentlich alle relevanten Umweltbelastungen mit zu berücksichtigen. Relativ viel gesprochen wird im Moment ja über den Klimawandel als ein Hauptumweltproblem, also die Veränderung und die ja, gravierenden sozusagen Auswirkungen, die der Klimawandel auf unser Leben haben wird. Aber daneben haben wir auch noch alle möglichen anderen Umweltbelastungen berücksichtigt, zum Beispiel den Wasserbedarf, den Landbedarf und mit dem Einfluss auf die Biodiversität, Versauerung und Überdüngung, die auch in der Landwirtschaft ausgelöst werden, Energieverbräuche, Verbräuche von anderen Ressourcen, wie zum Beispiel metallischen Ressourcen. Also das sind 16 Indikatoren, die in diese Gesamtbilanz der Umweltbelastung damit einfließen und gewichtet werden. Sie haben den Wasserverbrauch angeschnitten, zum Beispiel als Faktor. Das ist häufig ein Vorwurf, den man gehört hat, Milchalternativen. Ja, die brauchen auch ganz viel Wasser. Kann man da verallgemeinernd sagen, wie gut Milchalternativen im Vergleich zu der Milch abschneiden? Ich habe es mir jetzt nicht ganz genau angeguckt. Also auf jeden Fall ist das Wasser jetzt nicht ein Wahnsinnsproblem. Es ist natürlich immer ein Problem, wenn man jetzt ein Umweltproblem herausgreift und dann daraus Aussagen macht und deswegen jetzt bestimmte Produkte verteufelt, wie zum Beispiel die Mandeln, die vielleicht einen relativ hohen Wasserbedarf haben. Das versuchen wir Ökobilanzierer zu vermeiden, indem wir eben alle Umweltbelastungen mit berücksichtigen. Man kann auch nicht grundsätzlich sagen, dass die pflanzlichen Alternativen da mehr Wasserverbrauch haben, weil auch die Kühe trinken natürlich recht viel. Auch für die Kühe müssen Futtermittel angebaut werden. Also das über alle Alternativen hinweg gesehen jetzt nicht irgendwie ausschlaggebend schlecht wäre für die pflanzlichen Alternativen. Kommen wir also zu den Ergebnissen von Ihrer Untersuchung betreffend der Ökobilanz. Welche Milchalternativen schneiden am besten ab? Also wie gesagt, wenn ich das Ganze pro Liter bilanziere, wie ich es im Supermarkt kaufe oder wie ich es auch zu Hause im Kühlschrank stehen habe, sind die pflanzlichen Alternativen ungefähr nur bei 50% oder ein Drittel mindestens besser als die Kuhmilch. Es hängt bei den ganzen pflanzlichen Alternativen auch davon ab, was sind jetzt die Rohstoffe, die reingehen, wie Mandeln, wie Hafer, wie Soja und so weiter. Da gibt es gewisse Unterschiede, die dann auch von diesen Bewertungsmethoden mit abhängen. Ja, bei uns haben jetzt eher so Hafer, Dinkelmilch, aus Getreide, eher besser abgeschnitten. Die Mandeln und Cashew eher so ein bisschen schlechter. Aber es sind jetzt nicht ganz gravierende Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Pflanzendrinks. Und wichtig ist natürlich eher im Verhältnis auch zu der Kuhmilch. Auch bei der Kuhmilch gibt es natürlich Unterschiede. Kuhmilch
kommt heute ja in 40 verschiedenen Varianten im Supermarkt. Auch dort konnten wir nicht alle Varianten untersuchen, die es gibt. Es hängt zum Beispiel davon ab, auch zum Beispiel die Milchdrinks, die ja weniger Inhaltsstoffe enthalten, haben dann auch wieder ein bisschen weniger Umweltbelastung. Es gibt die UHT-Drinks, die wir auch untersucht haben, die eben erhitzt werden, höhere Umweltbelastung durch die Erhitzung haben und dann weniger gekühlt werden müssen. Also auch dort gibt es natürlich eine gewisse Schwankungsbreite. Aber man kann schon sagen, tendenziell schneidet der Kuhmilch schlechter ab als Milchalternativen. Genau, das ist relativ gesichert, dass eigentlich für alle möglichen Alternativen, die wir untersucht haben, die pflanzlichen Alternativen immer ein Drittel mindestens besser waren als die Kuhmilch im Vergleich. Was sind da so die Hauptfaktoren, dass Kuhmilch eher schlechter abschneidet? Naja, ein wesentlicher negativer Faktor der Kühe ist sicherlich die Methanemissionen, die ja zum Treibhauseffekt beitragen. Es ist ja auch die lange Wertschöpfungskette, die bei den Kühen dahinter steckt, mit dem Anbau der Futtermittel, mit der Zucht der Kälber sozusagen, die auch erstmal aufgezüchtet werden müssen, die Mutterkuh sozusagen, die das Kalb auch austragen muss und gefüttert werden muss dabei. Und auch natürlich wird in der Schweiz teilweise grasen die Kühe selber, das ist natürlich sehr gut, aber das geht eben nicht das ganze Jahr über. Im Winter stehen die Kühe eigentlich auch in der Regel im Stall, müssen dann mit gewonnenem Futter, was irgendwie mit Dieseltraktoren den Berg runtergefahren wurde, gefüttert werden, oder sie werden sogar mit Kraftfutter gefuttert, natürlich auch teilweise aus dem Ausland importiert werden muss und dann lange Transportwege auch hinter sich hat. Also wir sehen, wenn es um die Ökobilanz geht, dann schneidet Kuhmilch eher schlechter ab im Vergleich zu den Milchalternativen. Wir werden das dann später auch noch vergleichen, wenn es um Gesundheit geht. Jetzt haben wir aber wollen wissen von den Leuten auf der Straße, was sie dann am Morgen in Kaffee oder ins Müsli reinleeren. Milch oder Alternativen? Welche Milch trinkst du am liebsten? Kuhmilch, ja. Und also ich habe auch schon mal Mandelmilch ausprobiert, weil meine Mutter trinkt das, weil sie Milch nicht so verträgt. Aber ich bleibe bei der normalen Milch geblieben. Ich habe am liebsten Mandelmilch, weil ich finde es mega gut, wie es schmeckt und es ist gesund. Ich trinke wirklich generell gar keine Milch, nur im Kaffee. Wenn, dann ist es, glaube ich, Reis. Ich trinke eigentlich keine Milch, aber wenn ich trinke, trinke ich Hafermilch, weil meine Mutter hat das auch am liebsten und das ist eigentlich das Einzige, was es zu Hause gibt. Meistens Biomilch und mit 1,5% Fett. Als Alternative haben wir manchmal noch Sojamilch und Sojaprodukte, die wir brauchen, einfach wegen der Enkelin, damit sie mit diesen Sachen umgehen kann, weil sie eine Allergie hat. Ich selber ziehe Kuhmilch immer noch vor, da bin ich glaube einfach konventionell, traditionell unterwegs. Also ich trinke eigentlich sehr selten Milch, aber wenn, dann die stinknormale Milch eigentlich. Fast Mandel oder Oatmilk eigentlich, sag ich mal. Also ja, das ist eigentlich so das auch, was ich typischerweise brauche, wenn es hat, aber ich bin jetzt nicht irgendwie strikt. Also Milch ist auch okay. Ich trinke am liebsten Hafermilch, weil das schmeckt mir am besten, genau. Und das trinke ich eigentlich jeden Morgen. Ich trinke gerne normal Milch, weil es schmeckt mir gerne. Also Milch trinke ich eigentlich nicht so viel. Wenn ich aber überhaupt Milch kaufe, dann nur Bio. Also ich hoffe dann einfach, dass ich wenigstens da wegen den Tieren etwas mache, dass weniger Tierleid gibt. Herr Jungblut, hat Sie etwas in dieser Umfrage überrascht? Man hört, Hafer ist sehr oft genannt worden. Und auch wie viele Leute noch auf die herkömmliche Kuhmilch quasi setzen? Ja, das vermutlich hängt es auch ab, wo man die Umfrage macht. Ich glaube, in Zürich ist natürlich da auch schon weiter vielleicht hinsichtlich so dem umweltbewussten Umgang damit. Und auf dem Land in der Schweiz wird es wahrscheinlich nochmal anders aussehen. Die Umfrage ist natürlich auch in der Schweiz stark verankert. Die Kuhmilch hat eine hohe politische Bedeutung, die wir auch schon zu spüren bekommen haben, eben über das Lobbying der Bauern und so weiter. Also gibt es natürlich ganz viele verschiedene Einflussfaktoren, ne, die bei dem Thema auch mitspielen. So. Wenn wir in der Produktion von der Milchalternativen einen Schritt zurückgehen, beim Anbau von der Pflanzen, was kann man dort sagen, welche würden sich eignen zum lokalen Anbau, ich sage gerade in der Schweiz, und ja, welche wären da geeignet? Ja, also sicherlich Hafer, Dinkel wird ja in der Schweiz produziert, auch Soja wird ja in der Schweiz schon produziert. Also klar, Cashew oder Mandel ist vermutlich schwerer jetzt in der Schweiz zu produzieren. In unseren Bilanzen sind wir auch noch ist so ein bisschen veraltet davon ausgegangen, dass die Milch an sich transportiert wird in die Schweiz.
Und dann ist natürlich ein relativ hohes Gewicht, was transportiert wird. Inzwischen gibt es ja auch die ersten Hersteller, die sozusagen in der Schweiz transportieren, womit die Transporte dann deutlich weniger werden und eigentlich auch nicht mehr so eine starke Rolle spielen sozusagen. Wenn ich nur die landwirtschaftlichen Rohstoffe importieren muss, ist das natürlich viel weniger Gewicht, als wenn ich sozusagen die ganze volle Packung mit dem doch relativ viel auch Wasser, was drin steckt, transportieren muss. Ja, bitte. Und eben auch dort muss man wieder daran erinnern, dass eben auch die Kühe Kraftfutter bekommen, was aus dem Ausland importiert wird. Ne? Also auch, dass die tierische Produktion in der Schweiz auf solche Importe angewiesen ist. Also die Produktionskette, die ist sehr lang. Wenn Sie jetzt aufgrund von der Studie müssen Empfehlung aussprechen für Konsumentinnen und Konsumenten, auf welche Milch oder Milchalternativen Sie sollten setzen, wenn Sie eine bessere Ökobilanz möchten, was würden Sie da aussprechen? Ja, es ist natürlich einerseits so ein bisschen Geschmackssache, das haben wir auch schon gehört. Den einen schmeckt das, den anderen schmeckt das besser. Die Unterschiede sind jetzt auch nicht so gravierend, dass ich jetzt sagen müsste, ja, es muss jetzt unbedingt nur das sein und alles andere schlecht oder so. Eine wichtige Rolle spielen dann eben noch die Nährstoffe, auf die wir noch zu sprechen kommen. Ja. Eben so die Frage, welche Nährstoffe möchte ich sozusagen mit der Milch sozusagen bekommen oder so. Da sind dann die Unterschiede dann größer zwischen den verschiedenen Alternativen. Aber rein bezogen jetzt auf den Liter sind die Unterschiede jetzt auch nicht so groß, dass ich dann nun ganz klar sagen würde, ja, jetzt darf man nur das oder das nehmen. So. Sie haben es angesprochen, also Hafer oder Dinkel wären eher auf der besseren Seite noch, weil man es genau, auch lokaler anbauen. So, ja, sind eben, ja. Sind eher so lokal und auch von dem Anbau her ist jetzt Reis und die Nüsse eher ein bisschen problematischer, aber dafür eben auch vielleicht mehr Nährstoffe, die dann damit geliefert werden können. So, da muss man so wie gegeneinander so ein bisschen abwiegen. So. Das ist auch ein bisschen eine Kompromissfrage. Wenn man im Laden ist und die verschiedenen Milchalternativen sieht, im Moment gibt es so viele, es gibt ja schon Mischformen. Wenn man auf die Verpackung schaut, die in die Hand nimmt und umdreht, auf was soll man als Verbraucher schauen? Auf was kann man sich achten? Das ist eben wirklich nicht ganz einfach, würde ich sagen. Es ist, also ich würde mal einschätzen, dass schon der Transport der Milch an sich erstmal das Relevanteste ist. Also wichtig ist, wo ist die Milch abgefüllt worden. Und dann im zweiten Schritt eher, woher kommen die landwirtschaftlichen Produkte. Also es ist besser, eine Milch, die in der Schweiz produziert wurde mit, weiß ich nicht, brasilianischem Soja, als jetzt eine Milch, die dann vielleicht auch noch weit transportiert wurde aus Italien, Frankreich oder so. Ne? Das, also ja, die Abfüllung, denke ich, ist da eigentlich so ein bisschen das Relevante. So, wie viel Wege hat das Endprodukt müssen zugelegen? Ja, das Endprodukt eben mit dem ganzen Wassergehalt, ne, wo wirklich das volle Gewicht transportiert werden muss und weniger dort, wo ich sozusagen nur einzelne Rohstoffe oder so transportiere. Kann man das mal so als Tipp mitnehmen? Sie haben in der Studie auch untersucht, wie die verschiedenen Milch- und Milchalternativen betreffend Nährstoffe abschliessen. Was können Sie da dazu sagen? Genau, das ist richtig. Also wir haben es nicht nur pro Liter verglichen, die verschiedenen Alternativen, sondern auch in Bezug zu bestimmten Nährstoffen, wie jetzt Proteine, Calcium oder auch so ein Nährstoffindex. Die Kuhmilch hat da schon höhere Nährstoffdichte, also das heißt, die Unterschiede werden tendenziell geringer, beziehungsweise einige pflanzliche Alternativen schneiden dann sogar auch schlechter ab als die Kuhmilch, das ist wichtig. Die Sojamilch hat da eigentlich so die beste Performance, wenn man das so nennen darf, weil sie natürlich auch einen relativ hohen Proteingehalt hat. Und wenn eben diese Nährstoffversorgung den Konsumentinnen wichtig ist, dass es eben auch angereicherte Alternativen gibt, die dann eben auch mehr Nährstoffe liefern können und dann auch aus Umweltsicht durchaus konkurrenzfähig sind mit der Kuhmilch. Und das Zweite, was vielleicht wichtig ist, ja, wie wichtig ist jetzt diese Abwägung zwischen Gesundheit und Umwelt? Im Gesundheitsbereich besteht manchmal so die Tendenz, auf sehr hohe Sicherheit zu gehen, sozusagen die bestmögliche Nährstoffversorgung auch zu gewährleisten. Und wir als Ökobilanzierer, Umweltwissenschaftler versuchen da auch eine Abwägung zu treffen. Auch die Umweltbelastungen verursachen Gesundheitsschäden. Zum Beispiel der Klimawandel führt auch zu vielen Toten durch Hitzeperioden, zum Beispiel im Sommer. Und die sozusagen da müssen wir eine Abwägung treffen zwischen den Umweltbelastungen, die wir verursachen und den oder Gesundheitsschäden, die wir verursachen und den Gefahren sozusagen durch eine Mangelversorgung. Aus unserer Sicht ist eben die Hauptgesundheitsgefahr bei der Ernährung sind eher
zum Beispiel Überkonsum, zu viel Fett, zu viel Salz, zu viel Zucker, mhm. wo wir Ökobilanzierer eigentlich so auf einer Ebene sind mit den Ernährungswissenschaftlern. Mhm. Und wo es dann so Differenzen gibt, es geht es eher so drum, ja, so Nährstoffe, wie viele braucht es dann wirklich, ne, um gesund zu sein und nicht in eine Mangelernährung reinzukommen. Aber die Gefahr der Fehlernährung sehen wir halt deutlich höher als die Gefahr der Mangelernährung in der Schweiz. Man sieht aber einmal mehr, also Ernährung lässt sich isoliert anschauen, was ist bei mir im Kühlschrank oder auf dem Teller, sondern es ist ein grösserer Kontext, fast eine globale Perspektive, die Sie damit reinbringen. Danke vielmals für Ihre Expertise, Herr Jungblut. Danke für das Gespräch, hat mich sehr gefreut, dass ich hier heute das so ein bisschen vorstellen konnte, was wir machen. Bevor ich meinen nächsten Studiogast hier empfange, noch schnell der Hinweis: Alle, die den Durchblick bis jetzt gehört haben, können uns neu auch schauen, zum Beispiel auf YouTube oder auf blick.ch. Und wir freuen uns natürlich überall auf ein Abo, ein Like oder einen Kommentar. Ja, und wenn bei uns die Alternativen zur Milch boomen, das Konzept davon ist eigentlich gar nicht so neu. Zum Beispiel in China wird schon seit über 2000 Jahren Sojamilch hergestellt und auch Native Americans haben schon Nüsse zu Milch verarbeitet. Die Möglichkeiten sind also riesig und in der Zwischenzeit sind sie auch im normalen Detailhandel angekommen. Sojadrink zum Beispiel in der Schweiz lang die populärste Milchalternative gewesen, ist in der Zwischenzeit aber vom Haferdrink abgelöst worden. Von der Ökobilanz her macht es nicht so einen grossen Unterschied. Wie sieht es aber im gesundheitlichen Bereich aus? Über das rede ich jetzt mit meinem zweiten Gast, der Frau Dr. Barbara Walter. Herzlich willkommen hier im Durchblick. Merci für die Einladung. Sie sind bei Agroscope in der Forschungsgruppe Humanernährung, Sensorik und Aroma und haben dort 27 pflanzenbasierte Getränke analysiert. Was haben Sie denn genau analysiert in dieser Studie? Wir haben von diesen Drinks und von zwei Milchproben haben wir alle Makronährstoffe, also Protein, Fett und Kohlenhydrat, Aminosäurespektrum, Fettsäurespektrum und die verschiedenen Zucker analysiert. Wir haben alle Vitamine angeschaut und die meisten Mineralstoffe und Spurenelemente plus noch etwas Rückstand, Glyphosat und Arsen anschauen. Mhm. Zu welchen Schlüssen sind Sie da gekommen? Was man generell festgestellt hat, dass in den meisten von diesen Drinks die Trockenmasse sehr viel geringer ist als in der Milch. Von dem her enthalten sie mehr Wasser und natürlicherweise auch weniger Nährstoff. Proteingehalt ist auch sehr unterschiedlich. Und außer dem Sojadrink, der eigentlich am nächsten kommt an der Milch von der Proteingehalt, Proteinqualität, sind die anderen Grundstoffe sehr viel unterschiedlicher zu der Milch. Sojamilch haben Sie jetzt schon angesprochen, wo der Kuhmilch am nächsten kommt. Gibt es andere Milchalternativen, die ähnlich abschneiden wie Soja? Nein, eigentlich am nächsten kommt wirklich ein Sojadrink, wo man noch supplementiert mit Kalzium, Vitamin B12, B2. Dann kann man sagen, ist es fast, was einer Kuhmilch entspricht. Sie haben jetzt Stichwort supplementieren gegeben. Müssen wir bei den meisten pflanzlichen Drinks Nährstoffe zusetzen, dass sie eben an die Kuhmilch ankommen? Wieso wird das teilweise auch nicht gemacht? Es wird vielfach gemacht. Also bei den meisten wird Kalzium zugesetzt. Bei verschiedenen wird Vitamin B12 zugesetzt, andere Vitamine noch. Aber es ist halt der Grundstoff, der unterschiedlich ist und darum sind auch die Drinks unterschiedlich. Und darum sind sie halt nicht eine Alternative zur Milch, weil sie einfach einen ganz anderen Ausgangsstoff haben und auch die Qualität des Proteins unterschiedlich ist. Und darum kann man mich ein bisschen supplementieren, aber man muss sich auch bewusst sein, dass ein Supplement nicht gleich aufgenommen wird vom Körper, wie wenn der Stoff, Mineralstoff oder das Vitamin original im Lebensmittel vorkommt. Mhm. Also ich würde so weit gehen und sagen, die Milchalternativen, als dass sie oft bezeichnet werden, sind das eigentlich gar nicht. Es sind keine Alternativen zu der Milch, wenn man jetzt einfach auf den Nährstoff schaut. Nährstoffmässig sind es nicht eine Alternative zur Milch. Und das muss man, wenn man jetzt Milch ersetzt mit so Pflanzendrinks, einfach in der gesamten Ernährung berücksichtigen. Muss man schauen, dass man die Nährstoffe, die man nicht mehr aufnimmt, durch das, dass man die Milch weglässt, halt andere Lebensmittel probiert aufzunehmen. Das ist nicht ganz einfach. Also da würde man sich am besten auch durch Fachleute beraten und begleiten, wenn man wirklich eine ganze Lebensmittelgruppe weglassen will. Bei den Milchdrinks, bei den Alternativen, was gibt es dort für Inhaltsstoffe, für Nährstoffe, die fehlen im Vergleich zu der herkömmlichen Kuhmilch?
Also ganz sicher mal die Laktose ist nicht drin. Das ist ein Vorteil für die, die sie nicht verdauen können. Also es ist laktosefrei. Dann hat es Vitamin B12, was sehr typisch ist für die tierischen Produkte. Das ist, wenn sie nicht supplementiert sind, damit findet man auch eine Kenne. Vitamin B2, auch das ist nur eine sehr geringe Menge vorhanden. Calcium natürlich ist meistens auch in geringen Mengen nur vorhanden, wenn es nicht supplementiert ist. Und was leider fehlt, ist Jod. Und das ist die Schweizer Bevölkerung sonst schon eher unversorgt. Und darum kann das Problem noch verstärkt werden, wenn man wirklich auf die gesamten Milch- und Milchprodukte verzichtet, weil die liefern uns ein Drittel vom, von Jodversorgung in der Ernährung. Das heisst, wenn man jetzt auf die Kuhmilch würde verzichten, wäre es vielleicht wichtig, auf Jod zu achten, dass man Jod mit dem Salz zu sich nimmt, extra noch. Ja, aber Salz sollte man ja auch nicht zu viel konsumieren. Also man müsste dort mit Fisch noch funktionieren. Mhm. Eier haben auch Jod, Fleisch hat auch Jod. Mhm. Aber ja, man muss einfach wieder die gesamte Ernährung anpassen. Mhm. Also wenn das Jod aus so vielen tierischen Produkten kommt, dann haben die Leute, die sich vegan ernähren, eine ziemliche Herausforderung, oder? Da auf ihr Spektrum zu kommen, von den Nährstoffen. Das ist ja so. Und ich denke, dass die darauf gemacht werden und dann Jod supplementieren. Hm. Gibt oder andere sie Wahl dort? Konsumieren Algen. Aber dort muss man sehr gut aufpassen, weil die haben einen extrem hohen Gehalt und da kann man sich also sogar vergiften. Also das muss man wirklich sehr gut schauen, wie man sich da wirklich damit ernährt. Ja. Jetzt ganz pauschal könnte man sagen, welche Drinks das am schlechtesten abschneiden. Jetzt sind Soja genannt am oberen Spektrum. Auf welche könnte man ganz so gut verzichten und einfach ein Glas Wasser trinken? Ja, also vielleicht am unteren Ende sind die wir untersucht haben, ist Mandel, Dinkel, Reis. Die haben auch die geringste Trockenmasse und wirklich wenigste Protein, die geringste Qualität des Proteins und auch Mikronährstoffe, wenige, wo sie wirklich gute Versorger sind. Die Hafermilch haben wir heute auch schon gehört, die ist sehr beliebt, wird von vielen Leuten genommen, gerade für einen Kaffee rein oder für irgendwelche Lattes und was es alles gibt, Cappuccinos, ist sehr beliebt, hat Soja eben auch abgelöst in der Milch, die am meisten konsumiert wird, also Milchalternativen, wird aber immer mehr sich als ungesund bezeichnet, betitelt. Können Sie das bestätigen oder wo schneidet jemand die Hafermilch ab? Ja, Hafertrinken ist wirklich von der Zusammensetzung schon ziemlich anders. Es hat, die Trockenmasse ist vielleicht 25% weniger hoch als in Milch, ähnlich wie, wie in Soja, aber sie besteht vorwiegend aus Kohlenhydraten und dort davon das meiste Saccharose und Glucose. Und das ist etwas, was sehr schnell ins Blut übergeht und darum einen hohen glykämischen Index hat, im Gegensatz zur Laktose. Mhm. Und darum gerade für Leute, die Prädiabetes oder Diabetiker sind, sehr mit Vorsicht zu geniessen. Mhm. Und auch von den Mikronährstoffen her, ausser Biotin, haben wir nie etwas gefunden, was sie gerade vorstechen würde. Also es ist recht einseitig von den Nährstoffen her aufbauen. Wenn man heutzutage in den Laden geht, dann ist das Gestell mit den Milchalternativen das Gefühl von Woche zu Woche immer voller. Es gibt neue Variationen, es gibt neue Möglichkeiten. Auf der anderen Seite hat man das Gefühl, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, hat so die herkömmliche Kuhmilch irgendwie sehr gelitten im Image. Laktoseintolerant ist so ein Wort, das umgeistert seit vielen Jahren, wo plötzlich viele Leute auch haben. Warum hat Kuhmilch plötzlich so ein schlechtes Image, obwohl sie eigentlich von den Nährwerten her am besten würde abschliessen? Laut Ihrer Untersuchung? Milch ist seit der und jeder Diskussion. Und es ist ja das Lebensmittel, das der Säugling in den ersten Monaten wirklich vollständig ernährt und hat einfach einen hohen Nährwert. Mir hat dann irgendwann eine Mutation gegeben, dass auch erwachsene Leute oder bestimmte Gruppen von erwachsenen Leuten können Milch verdauen, das heisst problemlos konsumieren, weil sie eben die Laktose können verdauen, was vorher nicht möglich ist. Das hat sich sehr schnell etabliert und wenn Milch wirklich so schlecht wäre, wie man sagt, wäre die Mutation schnell einmal ausgemerzt worden. Das war ein Überlebensvorteil gewesen, dann zumal. Es wird immer wieder angefügt, es sei nicht natürlich, sei es für das Kalb und nicht für den Mensch. Aber wie gesagt, der Mensch isst ja allerlei, ob es jetzt für einen bestimmt ist oder nicht. Mhm. Was in letzter Zeit zunehmend aufgekommen ist, ist die Ökobilanz.
wo die Milch schlecht abschnitt gegenüber den Pflanzen trinkt. Obschon, wenn man den eben vergleicht, wenn man es auf Nährstoffe ummünzt, dann sieht das Bild schon wieder anders aus. Wenn man eben so nährstoffdichte und nährstoffarme Getränke miteinander vergleicht, dann muss man ehrlicherweise sagen, dass man die Ökobilanz auch etwas anders anschauen muss. Es kommt auch darauf an, was für eine Auswirkung das man anschaut, ob man einen Wasserverbrauch anschaut oder einen CO2-Abdruck oder eine Eutrophierung. Auch dort gibt es unterschiedliche Bilder. Und wenn so ein Grundstoff natürlich dann noch im Ausland hergestellt wird, weiter weg und transportiert, ist es auch nicht ideal. Also von dem her muss man einfach alles, es ist ein grosses Paket, das man muss anschauen muss und dann vergleichen mit der Milch. Und dann, außer Soja, schneiden die Drinks auch nicht so viel nachhaltiger ab als Milch. Das ist definitiv eine komplexere Sache als einfach nur, es ist eine Kuhmilch oder Alternative. Von diesen 27 Drinks, die Sie untersucht haben, hat es irgendwie einen Überraschungskandidatin darunter gehabt? Gibt es irgendeine Erkenntnis aus der Studie, die Sie selber nicht damit gerechnet hätten? Nein, ich habe mich vorher auch nicht gross mit diesen Drinks befasst. Ich habe gewusst, dass es Sojadrinks gibt. Und das ist nach wie vor eigentlich der, den man sowohl ernährungsmässig als auch nachhaltigkeitsmässig empfehlen muss. Dort ist wirklich die Bilanz am besten. Und bei den anderen war ich wirklich überrascht, wie wenig das eigentlich drin ist, wie wenig Nährstoffe und wie viel auch so Zusatzstoffe wie Emulgatoren, Regulatoren, Stabilisatoren, das braucht es in der Milch alles nicht. Und das ist einfach das, was mich eigentlich überrascht hat. Haben Sie auch Lupinenmilch untersucht? Nein, das hat es dann auf dem Merit noch nicht gegeben. Mhm. Aber es sagt mir etwas. Wir arbeiten selber mit Lupinen bei Agroscope. Wir haben verschiedene Projekte für den Anbau und für die Verarbeitung. Und, ja. Wenn ihr jetzt gerade gedacht habt, Lupinen noch nie gehört, was ist das genau? Keine Angst, dann sind sicher nicht die Einzigen, es ist noch eher etwas Neues, noch nicht so bekannt. Darum sind wir im Forschungsinstitut für biologischen Landbau in Frick im Kanton Aargau gewesen. Dort werden die Lupinenpflanzen nämlich gezüchtet und man kann so viel vorweg sagen, sie machen also am Soja Konkurrenz. Sojabohnen sind sehr wärmebedürftig. Und, das heisst, man kann sie eigentlich erst ab dem 10. Mai aussäen in unseren Gegenden. Und sie brauchen auch sehr lange zum Ausreifen, also manchmal September, Oktober sogar. Und das ist dann manchmal auch ein Problem, dass die Ernte dann schon in eine Zeit kommt, wo vielleicht Herbstwetter das ein bisschen erschwert und dann ist es zu nass und so. Und die Lupine hat den Vorteil, dass sie eben viel toleranter ist gegen Frühlingskälte oder auch einmal einen Spatfrost. Also bis zu minus 7 Grad verträgt sie gut. Das wäre bei den Sojabohnen nicht denkbar. Das ist ein grosser Vorteil, darum sagt man auch häufig, Lupine ist Sojabohne des Nordens. Sie enthalten auch alle 21 essentiellen Aminosäuren, die der Mensch braucht. Enthalten auch Eisen. Und dann hat sie noch ein paar spezifische Vorteile. Sie wirkt zum Beispiel antidiabetisch und auch gegen Bluthochdruck gibt es Studien, die das zeigen, dass sie da guten Einfluss hat. Und dann gibt es noch speziell zum Beispiel der Kaltapurin. Das sind Zersetzungsprodukte von den Nukleinsäuren, wo man wenn, häufig bei einem höheren Fleischkonsum kann man das Problem bekommen, wenn man zu viel Abbauprodukte von diesen Purin im Blut hat, dann gibt es Gicht. Und das ist zum Beispiel auch bei Sojabohnen der Fall. Dort ist Sojabohnen nicht besser als Fleisch. Und Lupine hat aber fast keine von diesen Purin. Genau. Es gibt natürlich auch Nachteile. Die ursprünglichen Lupinen, die im Mittelmeer herum angebaut worden sind, sind bitter. Und der bittere Geschmack kommt von Alkaloid, die auch in einer bestimmten Menge giftig sind. Wenn es darum geht, wie die Lupine im Verhältnis zu anderen Milchalternativen steht, würde ich sagen, im Moment ist wahrscheinlich bei Haber und Soja und Mandel und so ist da wesentlich mehr Potenzial, vor allem aus geschmacklichen Gründen. Also es hat auch ein paar Ansätze gegeben, Lupinenmilch in den Markt zu bringen und das ist dann wieder, hat es wieder Rückschritt gegeben. Aber es liegt vor allem am Alkaloidgehalt. Man hat ja in den Lupinenbohnen vielleicht 30-40% Proteinanteil und der tut man rauslösen, um die Milchprodukte produzieren. Und dann hat man natürlich auch noch sozusagen den Abfall oder den Rest, wo nicht jetzt Protein ist. Und das ist ja wichtig, dass man den auch irgendwie verarbeitet, damit es dann irgendwie auch nachhaltig ist.
Es gibt allerdings auch Firmen, die tatsächlich daran arbeiten, die ganze Lupinenbohne zu verarbeiten in Joghurt-Alternativen oder Käse-Alternativen oder so. Da wird sehr fest daran gearbeitet. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es mal ein Boom wird. Lupine als zukünftiger Star unter den Milchdrinkern. Können Sie sich das vorstellen, dass es da mal so einen Boom gibt? Ich weiss zu wenig über die Lupine, muss ich sagen. Im Moment sind wir erst dran. Ich weiss auch nicht, wie die Zusammensetzungen sind von diesen Drinks oder was immer da auf dem Merit ist. Das haben wir nicht untersucht. Im Moment kann ich nicht aussagen, wenn es etwas ist, das man lokal kann anpflanzen und hier wächst und auch ein gutes Aminosäurespektrum hat, wie wir es gehört haben, kann es durchaus eine Alternative sein. Man sollte einfach so ein Produkt möglichst als Ganzes können in ein Lebensmittel oder in ein Menü integrieren und es nicht zu fest verarbeiten, weil das ist auch ein Problem, dass wir irgendwie mehr so hochverarbeitete Lebensmittel haben, die auch nicht unbedingt das Beste ist, was wir uns zuführen können. Was ist das Hauptproblem, wenn jetzt gerade so Milchalternativen so hochverarbeitet sind? Was sind Inhaltsstoffe, die problematisch sind? Es ist nicht den Inhaltsstoff an sich, sondern die ganze Verarbeitung oder was dann auch wieder als Nebenström anfällt. Das muss man auch wieder irgendwie verwerten. Oder? Mhm. Und das ist schon schade. Und wenn man das Ganze verarbeiten kann, dann hat man auch alle Ballaststoffe dabei, die wichtig sind. Und, ja. Also das Ganze komplex. Mhm. Frau Walter, danke vielmals, sind Sie da gewesen. Merci mal für Ihre Expertise. Merci auch. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns eben wie immer über ein Abo in eurer Audio-App, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Zum Beispiel das nächste Mal, wo wir der Frage nachgehen, wie eigentlich das Fußballbusiness funktioniert. Also wie hat der beliebteste Sport zu so einer Geldmaschinerie können werden? Das dann in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Das ist der Durchblick. Wir liefern Antworten aus der Wissenschaft auf die Fragen, die euch bewegen. Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.